auf deine Eltern? Ja. Heute hat sie ein Meeting und sie sind erst in einer Stunde fertig. Oh, okay. Gut, so ein Heifel. Okay. Oh, ich brauche heute auch, dann können wir zusammen warten. Okay. Komm, wir gehen. Was ist passiert? Willkommen im Club. Ich habe seit 3 Jahren oder länger hier eingesperrt und ich halte das nicht mehr aus. Die Typin, die dich entführt hat, die sind zuerst auch selber entführt worden. Und sie arbeitet jetzt für den Kidnapper. Sie bekommt richtiges Essen, eine Dusche und ein WC. Was? Ich bin entführt worden? Wieso? Das wissen wir nicht. Aber es gibt doch ein Fenster. Also, tun wir nicht. Da ist Sprengstoff da. Und es ist eh viel zu weit oben. Ich halte das nicht mehr aus. Komischer Geruch. Ja, nicht, das Fenster auf, da muss ja gar kein Sprengstoff dran. Bist du verrückt? Hätte ich sterben können. Oh, sie ist wach. Was? Was? Wer hätte ich sterben können? Ja, gut. Fenster offen. Ah. Raus mit der Sprache, also schweigen die uns noch. Nichts? Geben uns jetzt sofort den Schlüssel für die Tür. Das sicher nicht. Und wir sagen euch auch nicht, wo der Ersatzschlüssel ist. Es gibt einen Ersatzschlüssel. Nein. Ich sage es Ihnen. Nein, wieso? Ich will meine Familie wieder sehen. Ich will in meinem Bett schlafen. Ich will Freiheit. Du nicht? Schon, aber ich habe so viel Schlimmes da. Meine Eltern wollen mich nicht mehr sicher, es ist nicht mehr daheim. Wieso? Tun wir nicht einfach. Halt! Abhau. Das hat Explosionen und so drin. Ich bin schon 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 Jahre eingesperrt. Wir bekommen richtig Geld. Ich habe die Kamera geschaut.